Wenn ihr auf der Suche nach einem leistungsstarken Teleobjektiv für eine Nikon Z-Kamera seid, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Denn ich habe das neue 400mm Objektiv von Nikon getestet und zeige euch in diesem Video meinen Praxiseindruck, aber gebe auch schon mal einen Ausblick auf die Laborergebnisse. Steigen wir direkt ein und legen wir los. Moin zusammen, hier ist Tim von der Digitalfoto aus Köln und ich habe euch heute die 400mm Festbrennweite von Nikon mitgebracht für die spiegellosen Nikon Z-Kameras. Es gibt ja bereits schon ein 400mm Objektiv, das hat dann Offenblende 2.8 und ist deutlich professioneller angesiedelt. Das sieht man allein schon am Preis. Ja, 15.000 Euro ist eine Stange Geld und dieses Objektiv hier ist deutlich günstiger. Wir sprechen hier über einen Preis von 3.700 Euro. Die Einstiegshürde bleibt hoch, das muss man natürlich dazu sagen. Es ist aber ein deutlicher Unterschied im Vergleich eben zur 2.8er Version. Und das Objektiv kommt trotzdem mit Bildstabilisator und einigen Ausstattungsmerkmalen, die wir uns jetzt mal im Detail anschauen. Dann schauen wir uns das Objektiv einmal im Detail an. Ihr seht es hier auf der Oberseite schon, 400mm 4.5 ist die Offenblende und es ist Teil der S-Serie. Es ist wie für eine Festbrennweite üblich eben mit einem Fokusring ausgestattet, wie für ein Modell der S-Serie von Nikon auch üblich mit einem Steuerungsring. Hier vorne habt ihr nochmal eine Gummierung. Auf der Seite habt ihr dann und auf der Ober- und Unterseite habt ihr Fokus-Haltetasten, die ihr mit einer Funktion eurer Wahl belegen könnt. Gleiches gilt für die Taste hier unten. Ihr könnt außerdem den Autofokus entweder automatisch oder manuell steuern und den Fokusbereich eingrenzen. Das ist ganz hilfreich, wenn ihr eben wisst, okay, euer Motiv ist mindestens 6 Meter entfernt, dann könnt ihr diese Einstellung wählen. Ansonsten seid ihr mit der Funktion Full am besten beraten. Ihr seht hier unten, die Naheinstellgrenze liegt bei 2,5 Metern. Die Stativschelle wird mitgeliefert und ist auch hier unten abnehmbar. Also das kann man dann, wenn man es nicht braucht, auch abnehmen. Und ihr seht es auf der rechten Seite, Memory Set, damit könnt ihr eben den Fokus nochmal fixieren und dann eben speichern. Die Gegenlichtblende wird mitgeliefert und das Frontelement ist 95 mm groß. Wir wechseln jetzt mal in meinen Praxiseindruck, bevor es dann an die Testlaborergebnisse geht. Ich war mit dem Objektiv unterwegs im Kölner Zoo und habe dort fotografiert und zusammen eben mit der Nikon Z7 II. Und wir schauen uns jetzt einmal ein paar Praxisbilder an, die ich mit dem Objektiv und der Kamera gemacht habe. Alle Bilder sind so entstanden, also es sind unbearbeitete JPEGs. Dann kommen wir jetzt schon zu einem Fazit aus meinem Test des 400mm 4.5 für Nikon Z-Kameras. Mein Eindruck aus dem Praxistest im Kölner Zoo, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ich die Aufnahmen dort machen durfte, ist sehr gut. Also die Bildqualität passt, die Schärfe passt bereits bei Offenblende 4.5, das hat alles super funktioniert. Hinzu kommt ein sehr schnell funktionierender Autofokus plus ein sehr treffsicherer Autofokus. Ja, es war problemlos möglich, auch im Zusammenspiel mit der Z7 II schnell vorbeifliegende Vögel zu fokussieren, mit dem AF-Tracking da eben zu arbeiten und die Motive dort eben scharf zu stellen, scharf abzubilden. Auch in Verbindung mit dem hochauflösenden Sensor war das kein Problem. Was mich besonders beeindruckt hat, ist der Bildstabilisator. Und
Ja, das funktioniert einfach sehr super. Also man kann problemlos auch aus der Hand durch den Sucher schauen und das liegt vor allem auch an einem geringen Gewicht. Ihr seht ja, 400 mm Objektiv und rund 1,2 Kilogramm schwer. Also ich konnte problemlos damit durch den Zoo laufen und ich bin jetzt wahrlich nicht der Kräftigste. Und das war also wirklich kein Problem. So. Und mein Fazit aus dem Zoo spiegelt sich auch in den Testlaborergebnissen wieder. Denn wir konnten bereits bei Offenblende eine sehr gute Bildqualität messen. Die nimmt sogar zweifach abgeblendet etwas ab. Das heißt, bei Offenblende habt ihr schon die höchste Auflösung. Die Objektivgüte ist auch sehr gut. Also was Vignettierung, chromatische Aberrationen oder Verzeichnung angeht. Das ist kein Problem. Ein Blick auf den Autofokus, auch der ist sehr treffsicher, auch im Labor. Allerdings fiel uns da auf, dass der recht langsam ist, oder vergleichbar langsam. Das kann ich eben aus meinem Praxistest im Zoo jetzt nicht bestätigen. Aber genau, das ist eben dann auch so der Unterschied. Laborergebnis und Praxiseindruck, sicherlich auch etwas, das jeder für sich dann herausfinden muss, ob es ihm zu langsam ist oder eben nicht. Hinzu kommt eine sehr gute Ausstattung. Also ich habe es bereits gerade angesprochen, der Bildstabilisator ist ein echter Mehrwert für diese Brennweite und auch die Konfigurationsmöglichkeiten, die die Funktionstasten am Objektiv hergeben, sind einfach wertvoll und machen das Fotografieren einfacher und machen einfach auch mehr Spaß beim Fotografieren. Und wenn dann noch die Bildergebnisse passen, umso besser. Schauen wir noch auf den Preis. Ich habe es vorhin schon angekündigt, 15.000 für die 2.8er Version ist eine ganze Stange Geld. 3.700 Euro für dieses Objektiv ist natürlich auch ein Brocken und den muss man erstmal leisten. Und natürlich stellt sich da die Frage, welche Alternativen gibt es? Und ja, die gibt es eben aktuell noch nicht. Es gibt zwar von Nikon ein 100-400, aber das ist eben dann wieder ein Telezoom, nicht so lichtstark wie dieses Objektiv hier. Und Drittherstellerobjektive in diesem Bereich gibt es eben noch nicht. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem Teleobjektiv seid, das eben diesen Bereich von 400 mm abdeckt, relativ lichtstark ist und eben eine vollumfängliche Ausstattung mitbringt, dazu noch eine gute Bildqualität, dann seid ihr hier richtig aufgehoben. In Summe kommt das Objektiv dann in unserem Test auf 95 von möglichen 100 Punkten, ist also eine echte Kaufempfehlung, auch weil es eben noch keine Alternativen gibt. Was haltet ihr von dem Objektiv? Fotografiert ihr lieber mit einem Telezoom oder mit einer solchen Festbrennweite? Und was würdet ihr mit diesem Objektiv fotografieren? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage bis dann. Tschüss!